Bildung, Forschung und Innovation sind entscheidende Faktoren für den nachhaltigen Erfolg der trinationalen Metropolregion Oberrhein. Die zugehörigen Partnerregionen weisen jeweils Spitzenkompetenzen in Bereichen mit sehr hohem Entwicklungspotenzial vor, das für die Bewältigung der regionalen, aber auch europäischen Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheit, nachhaltige Mobilität und Digitalisierung maßgeblich ist und bilden zusammen einen einzigartigen europäischen Wissensstandort. Um die Zusammenarbeit der Hochschul- und Forschungsakteure in der trinationalen Metropolregion Oberrhein zugunsten der Innovation und der regionalen Entwicklung zu stärken und zu unterstützen, haben die Partner der Säule Wissenschaft der TMO ein in Europa einzigartiges Förderinstrument entwickelt: die Wissenschaftsoffensive. Die Wissenschaftsoffensive unterstützt die Wissens- und Transfereinrichtungen dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse in die Wirtschaft oder in den öffentlichen Bereich und die Zivilgesellschaft zu übertragen. Dadurch sollen die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen zu innovativen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen geschaffen werden. Die Wissenschaftsoffensive ist eine gemeinsame Initiative der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, der Region Grand Est und des Interreg-Programms Oberrhein zur Förderung exzellenter, grenzüberschreitender Projekte im Bereich Wissenschaft und Innovation. Auch die Schweiz finanziert Schweizer Hochschul- und Transfervorhaben der trinationalen Metropolregion Oberrhein und stärkt somit den trinationalen Charakter der Projekte. Für die Förderperiode 2021 bis 2027 unterstützt die Wissenschaftsoffensive Kooperationsprojekte des Wissens- und Technologietransfers zwischen Partnern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, die ihren Sitz innerhalb von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, der Region Grand Est und der Nordwestschweiz haben. Die Projekte können ein Finanzvolumen von 1 Million Euro haben. Davon werden 50% durch das Interreg-Programm gefördert und 25% durch die Regionen bzw. der Länder. Weitere 25% sollen die Projektpartner selbst einbringen. Bei einer Schweizer Beteiligung an einem Projekt kann eine zusätzliche Förderung aus Mitteln der Schweizerischen Eidgenossenschaft und oder der Kantone in der Höhe von 60% des Schweizer Budgetanteils hinzukommen. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Zuerst wird von den Partnern ein Kurzformular zu der Projektidee eingereicht, das sowohl fachlich von externen Begutachtern als auch formell durch das gemeinsame Sekretariat des Interreg-Programms evaluiert wird. Somit werden fachlich exzellente und für die Entwicklung der Grenzregion Oberrhein relevante Projekte ausgewählt. Diese werden dann aufgefordert, einen Vollantrag vorzubereiten und einzureichen. Durch thematische Workshops, Beratungstermine oder auch Trainingsmaßnahmen bietet das Koordinationsbüro der Säule Wissenschaft den Akteuren aus Forschung und Innovation direkte Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Projektidee, der Vorbereitung der Förderanträge sowie bei der Umsetzung und Verwertung ihrer Vorhaben. Weitere Informationen zur Wissenschaftsoffensive finden Sie unter www.science.rmtmo.eu und www.interreg-oberrhein.eu.